Willkommen zurück. Nein, ich möchte nicht fortspeichern. Gut, er würde jetzt nur seine Rohdiamanten wieder abgeben oder Rohedelsteine, wie auch immer. So, ich bin jetzt in der Stadt drin, schön. Okay, der Kai will ich nicht warten. Warum muss er so weit weg sein? Dino, kannst du nicht hier vorne stehen? Ma, das ist elendig. Bei den Teil. Kann ich hier drinnen stehen irgendwo? Hier irgendwo? Ich kann nur mit deinem scheiß Schläg stehen. Endlich mal wieder ein freier Tag. Willkommen am Galdin Kai. Danke, danke. Ich würde sagen, bei 6.000 bis 7.000 Erfahrungspunkte werde ich dann mal wieder einmal hier übernachten, wieder, dass wir doch auch die Erfahrungspunkte kriegen. Und wir werden immer ordentlich sammeln. Bin pappsatt. Oh, ausgezeichnet. Ich hoffe, Prinz und Gefolge sind wohlauf. Ja, ja. Wunderbar. Kannst echt stolz auf dich sein. Dein Einsatz macht die Welt ein wenig sicherer. Wieso das? Normalerweise trauen sich einfache Bürger nachts nicht raus. Aber manchmal müssen sie, ob sie wollen oder nicht. Sicher. Also, für diese armen Schlucker sind meine Accessoires. Und für dich. Hast schließlich eine Belohnung verdient. Hier, probier's einfach mal aus. Dann bis zum nächsten Mal. Es lohnt eigentlich immer. Oh. Ja, wie schon wieder schon gesagt, der Nacht setzen wir wirklich mit Bolzen her, dann hast du so eine Mistit am Wand. Hallo auch. Oh, noch eine Aufgabe für mich. Hast einen verdammt guten Riecher, Prinzchen. Schon mal daran gedacht, Reporter zu werden? Wäre ein ziemlich steiler Karriereknick. Na gut, könnt jedenfalls mal wieder Hilfe gebrauchen. Sorry, für mich ist der Trip einfach zu gefährlich. Für euch aber nicht. Und es lohnt sich. Heliodore. Für Heliodori, okay. Bin ich voll. Was hast du mir jetzt gesagt? Was soll ich besorgen? Oh, okay. Die können wir noch gar nicht machen, weil hier jetzt überall alles gesperrt, wie ihr sehen könnt. Okay, das können wir nicht machen. Aber wie gesagt, hier unten hat das Königsgrab. Da gehen wir jetzt zu Außer Puste hin. Okay, den können wir leider noch nicht machen. Botengang. Bislang hat es sich immer gelohnt. Also sollten wir uns darauf einlassen. Hast schon recht, aber trotzdem. Sag nicht, du willst dich beschweren. Gut. Ups. Oh, ich glaube bloß in 10 Minuten, die wird da wissen, was die Points. Gott, wir sind ja nicht mit dem Regalia. Ja, ich muss mich jetzt daher abschleppen lassen.
Oder wir porten uns einfach zum Regal hier hin. Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Okay. Kann ich mal ein paar kaufen. Dann auch mal zu außer Puste. Na, wenden sie. Nö, wenden nicht. Jetzt ist einfach diesen Feldweg fahren, okay. Warte mal, da steht einer mit einem Auto. Vielleicht eine Nebenquest? Ja, das sieht gut aus. Ihr kommt wie gerufen. Mein Wagen ist liegen geblieben. Vom Pech verfolgt, den Fahrer ein Panzer bringen. Sehr schön. Ihr kommt wie gerufen. Mein Wagen ist lieb. Gut, die Quest schon mal angenommen. Vielleicht eine Nähe oder was? Oder vielleicht sollte den Typen hin. Hier räume ich auf. Was ist denn jetzt? Von hinten angreifen. Verstanden. Nee. Wir treiben uns immer diese Random, diese Viecher, diese Typen an. Och bitte nicht, das ist doch scheiße. Das Spiel ist aus. Ja, gut, mach das Level einfach an. Keiner verletzt, wie es scheint. Oh, das ist ein Doppelhörner. Die geben extrem gute Erfahrungspunkte, die nehmen wir mit zu dabei. Ja. Ein Doppelhornsteak, sehr schön. Hm.
Beispiel, wie ich auch festgestellt habe, ist, wenn man irgendwie ein Teil des Gegners angreift, hätte man auch gewisse Sachen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt versuche, denn das Horn anzugreifen von dem Doppelhorn, da hätte ich irgendwann das Doppelhorn, bevor der Gegner auch tot ist. Also wir müssen jetzt hier nur das Horn angreifen. Der pusht das Horn an der Zeit ab und wir kriegen das. Ich werde nicht funktioniert, einfach mal. Da! Nee, das war falsch. Nee, leider nicht geschafft. Aber es ist wirklich, wirklich, dass man das Horn kriegt, wenn man das Horn angreift. Vorwärts. Okay, wir landen bei den Typen. Wir landen bei den Typen. Was denn jetzt da? Oh, ist das ein Ernst-Game? Ich glaube, da ist ein Spawnort von Gegnern, die kommen. So eine Scheiße. Das war... Yeah. Gerade eben zwei Daten gespawnt. Das sieht kein Eimer aus, wie ein Fall, Copyright und sowas. War ich jetzt auch schon mal drin, diese komischen Kobolde, die wir vorhin besiegt haben in der Quest, bloß dass die in einer einfacher Version sind. Und zwar so einfach, dass sie bloß, ich glaube, die noch bis zwei Erfolgsbuddy gibt, also die kennen gar nichts. Die geben auch gar nichts. Sind zwar Level 5, aber geben nur 2-3 Erfahrungspunkte. Was doch ein bisschen wenig ist. Hey Noct, über dir! Ach nee. Hä?
Hä, wo ist denn der Typ? Die verletzte Person, hä, wo ist denn der? Ach hier. Ich verdanke euch mein Leben. Ein Problem weniger. Boah, mehr war das nicht. Ja, ich hätte das mal machen können, gut, das war irgendwie. Na komm, nehmen wir die Viecher noch mit. Brauchst du die XP? Oh, ein Fähigkeitspunkt. Oh, wie viele Fähigkeitspunkte ist denn da geil? Alles klar? Alles im grünen Bereich. Das geht so weit. Über einen Ausrutscher. Los, vorwärts. Ja. Ich hab's hier. Wer macht denn noch? Lassen wir die Waffen sprechen. Es ist Nacht und da kommt schon das erste Nachtvieh. Der Eisengigant. Ich zieh plötzlich. Wer diesen Gegner nicht beikommt, fürchte ich. Hey, Vorsicht da drüben. Nacht. Ich höre Magitech-Motoren. Oh, das ist doch nicht wahr, Alter. Spawnen die jetzt hier alle 10 Minuten oder was? Es ist doch nicht. Oh, wollte ja kurz einen Cut machen. Oder warte mal. Mit dem Auto kann man nicht vergessen, weil... Zeigt kein Erbarmen, Leute. Hier die Bombe und die Eisengiganten spawnen nämlich permanent auf der Straße. Und jedes Mal, wenn ein Gegner spawnt, bleibt unser Auto stehen. Und hier gekillt haben, deswegen... Bringt das nicht auf der Straße vorn. Und noch ein Eisengigant. Oh, da oben kann man schlafen gehen. Dann machen wir heute oben einen Cut, würde ich sagen. Nachdem wir schlafen gegangen sind.
Vorstufe, wo wir 30, 35 sind, dann können wir nämlich hier bequem langlaufen, ohne Angst zu haben vor diesen Eisengiganten. Wollen wir hier campen? Selten. Oh, ich muss mich auf Fähigkeitspunkte einsetzen, das sag ich jetzt schon die ganze Zeit. Seit drei Parts, aber na, irgendwie mache ich das nicht. Na komm, mach mal eine Angriffskraft. Wir brauchen jetzt keinen wirklichen Booster. Flamme geröstet, dort Toast. Na klasse. Es waren zwei Fähigkeitspunkte haben wir übrigens. Fotografieren 4 und sogar schon, Alter, nice. Schau mal, wie hoch das geht. Was es vor allem bringt, so weit hier hoch zu ballern, aber egal. Ja, ja, er steht da, irgendwie steht da. Er steht bessere Fotos, aber was bringt es denn, wenn er bessere Fotos schießen kann? Machen wir jetzt mal kurz einen Cut und machen uns dann gleich weiter. Tschüss.